Hi Leute, herzlich willkommen zum Monatsrückblick vom Dezember 2019. Ja, und zugleich ist es ein Rückblick auf das ganze Jahr, denn ich mache erstmal den Dezember, den Monatsrückblick und dann kommt der Jahresrückblick auf das Jahr 2019. Genau, hier im Dezember ist doch einiges passiert, wie man hier auf meiner YouTube-Kanalseite sieht. Hier sind 24 Videos, beziehungsweise hier ist der 25. Das Upload-Plan. Das hat auch mit Advent was zu tun. Und ja, dann schauen wir einfach mal rein, mit welchem Spiel habe ich begonnen. Eigentlich habe ich mit Satisfactory. Ja, dann fangen wir mit Satisfactory an. Halt, gehört daher. Satisfactory. Das waren doch etliche Folgen. Wie viele Folgen waren das? Waren gleich 12, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Videos. Also die Hälfte vom Adventskalender Spezial war Satisfactory. Also schon mal eine gute Quote, würde ich sagen. Oder eine schlechte Quote, wie man es auch immer sieht. Und ja, was war da mein Highlight? Es gab eigentlich kein Highlight, sagen wir es mal so. Das erste und das zweite Adventskalender-Video war ein Spezialvideo von Satisfactory für den Adventskalender. Und ja, wie man hier sieht, hießen die Folgen vom Dezember bei Satisfactory: Vergleiste Tunnelarbeiten, einfache Höhlentour, Kupfer Cargo Station, Alu zum Greifen nah, die AAS-Fabrik wächst, logistisch geht's weiter. Kurz vor dem Start. Startet die Maschinen. Viel zu wenig. Kühlkörper und Strahlung. Altes Loot gehört mir. Und die letzte Folge vom 23. Dezember, das war die da, hieß Die letzte Fabrik 2019. Ja, und was war da mein Highlight, würde ich mal sagen. Das war... Was war dann mein Highlight? Ich weiß es nicht. Ich würde eher sagen, startet die Maschinen, als ich da die Aluminiumplattenfabrik angeschmissen hatte. Und ja, da ist dann doch einiges passiert. Ich glaube 360 Aluplatten oder sowas in etwa produziere ich pro Minute. Und das ist doch schon einiges, da kann man doch einiges damit anfangen. Ja, dann geht's weiter zu meinen und euren absoluten Lieblingsspiel, wenn man auf die Klickzahlen schaut. Und zwar ist das X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version. Da hießen die Folgen: Bis bald, Maelstrom. Wo welche Station bauen? Es wird großartig. Mehr Schiffe. Alle Mann an Bord. Genau, und Alle Mann an Bord war zugleich das Adventskalender Spezialvideo Nummer 24. Denn da habe ich mir gedacht, okay, X-Ray Bird, X-Mess, naja, könnte zusammenpassen, aber egal. Und wenn man hier schaut auf meiner YouTube-Seite, hier die Klickzahlen oder die Aufrufe, schon, ja, schon ordentlich, muss man sagen. Hier am Anfang und ein bisschen am Ende, so ein bisschen eine kleine Flaute, aber so zwischendrin 24, 16, 11 und nochmal 16 Zuschauer oder Aufrufe. Ja, mit dem kann ich leben, würde ich mal sagen. Also gab schlimmere Tage oder auch bessere. Ich glaube, ein Video in 2019 von X-Ray Bird hatte, glaube ich, um die 70 Aufrufe. Aber leider ist es bei X-Ray Bird so. Wenn ich da auf Analytics dann reinschauen würde, mache ich jetzt aber nicht. Ja. Die meisten Videos von X-Ray Bird werden im Schnitt 12 Minuten angeschaut. Ja, schon ein bisschen traurig, denn so ein Video dauert doch eine gute Stunde und dann das ganze Rohmaterial aufnehmen, schneiden, hochladen, dann auf YouTube nochmal ein paar Sachen eintippen, wenn ich irgendwie Links versprochen hatte, dann nochmal Links einfügen und Thumbnail machen. Das ist dann im Endeffekt Arbeitsaufwand auf, ja, 3 Stunden, würde ich mal sagen. 3, 3,5 bis 4 Stunden. Und dann wird das Video plus 12 Minuten angeschaut. Schon ein bisschen traurig. Aber egal, mit dem kann ich leben. Mir macht's ja Spaß. Dann geht es weiter zu einem kleinen Spezial vom Adventskalender Spezial. Und zwar war das Play Your Map Server Spezial.
waren drei Maps, oder nicht drei Maps, waren drei Server, auf denen ich unterwegs war. Auf jedem Server bin ich ein paar Maps gefahren. Einmal hier auf den Just Driving Server, auf den Smurfs Cup Canyon Server und auf den SSM Very Short Server. Und auch hier sieht man hier Just Driving, das war so ein ganz kleiner Server, gerade eröffnet, gerade online gegangen. Sieht man auch hier 6 Aufrufe, also naja. Nicht die Welt, aber ist okay, würde ich mal sagen. Ja, dann geht's weiter zu einem Spiel, das auf meinen Kanal bisher noch nicht dran kam, und zwar ist es Battlefield 4. Das spiele ich schon seit Jahren, habe auch hier 18 plus Freigabe gemacht, da ich auf der sicheren Seite bin. Und da hießen die Folgen genauso wie die 4 Einheiten, die man da auswählen kann. Einmal den Sturmsoldat, einmal den Pionier, der Versorger oder Support auch genannt und der Aufklärer, Scharfschütze. Und auch hier die Klickzahlen oder Aufrufe ordentlich, würde ich mal sagen. Also Battlefield hat mir Spaß gemacht, hat euch hoffentlich Spaß gemacht beim Zuschauen. Also unterhaltungstechnisch war es, glaube ich, ganz okay. auch wenn ich hier beim Aufklärer-Spezialvideo 3 oder 4 Mal gemessert wurde auf der Map, wo ich da unterwegs war. Es ist eigentlich schon Standard, denn da kann man von allen Seiten jeden angreifen. Und wenn man da als Scharfschütze oder Sniper unterwegs ist und sich auf ein Ziel fokussiert, dann ist es fast schon klar, dass man da gemessert wird. Denn ich bin ja nicht allein auf dem Server. vom Battlefield werdet ihr jetzt in Zukunft auch mehr sehen. Da haben wir schon ein bisschen was überlegt. Aber wie man sieht, heute ist der 29.12. Ich bin vor 5 Stunden bin nach Hause gekommen. Und ja, ich war in Skiurlaub Südtirol. War richtig geil, aber naja. Ich hatte mein kleines Netbook dabei, konnte da ein paar Fragen, die mir über YouTube gestellt wurden, beantworten zu X-Ray Bird. Und ja, nun bin ich wieder hier und nehme sofort mal das Spezialvideo hier auf für den Monatsrückblick 2019. Beziehungsweise jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar jetzt seht ihr mal meine Top Secret Upload-Liste für YouTube. Ihr seht jetzt nur hier die kalendarische Darstellung der Videos. Die anderen Sachen werde ich euch jetzt nicht zeigen, denn das ist alles streng geheim. Ja, das war 2019. 2019 hat begonnen, würde ich mal sagen, oder ja, nicht begonnen, aber ist gestartet worden mit X4 Foundations. Da ging es dann los und ja, wer das Spiel gesehen hat auf meinem Kanal, naja. Das Spiel X4 Foundations lief von 3.12.2018 bis 29.05.2019. Also, ja, knappes halbes Jahr. Ja, kann man sagen, halbes Jahr, 6 Monate. Ich glaube, 40 Folgen waren es oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr. Könnte ich jetzt nachschauen? Schauen wir schnell nach. X4 Foundations, 40 Folgen, 18 Stunden waren es. Durchschnittszeit der Videos 27 Minuten, eine Sekunde, macht aus 2,17% bei meinen gesamten Videos. Da sieht man auch, 1861 Videos habe ich zum heutigen Tag. Also ich liebe so Statistiken, deswegen habe ich auch mal so eine Liste angefertigt und die wird immer wieder Backup gesichert. Aber egal, gehen wir hier zurück zu X4 Foundations. Das hat mir am Schluss dann doch nicht so viel Spaß gemacht, wo ich es dann auch beendet habe. Ja, dann geht es hier eigentlich weiter mit X-Ray Bird und da kam dann ein echter Hammer für euch. Und zwar am 12.01. kam X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version, Folge 125, einmal alles von allem, interaktives Video. Wer sich da noch dran erinnern kann, das war so ein absolutes Highlight von mir, ein absolutes Mega-Giga-Projekt. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit geopfert und gerade zum 12.01. habe ich alles noch hochladen können.
Ihr seht es gerade im Hintergrund, nochmal ein paar Szenen. Da habe ich sogar ein extra Infovideo zum interaktiven Video von Extra Bird angefertigt. Das am gleichen Tag auch noch hochgeladen. Das war quasi so eine kleine Geschichte, die ihr selbst erleben konntet. Da konntet ihr auswählen, welchen Schritt oder welchen Weg ihr jetzt in diesem Video nimmt. Also das erste Video hatte dann am Schluss zwei weitere Videos zum Anklicken. Einmal ging es dann Richtung, ja, in eine Richtung, wo meine Baustelle oder ich eine Baustelle errichtet habe vor einer Station. Der andere Weg ging dann weiter zu, weiß ich, einer Erkundungsmission in einer anderen Zone oder in einem anderen Sektor oder einem anderen System oder wie auch immer. Und ja, das war ein absolutes Highlight vom ganzen Jahr. Also da tue ich mich heute noch daran erinnern, an den Aufwand. Das waren irgendwie gleich 32 GB, was ich insgesamt Videomaterial dann hochgeladen habe auf YouTube. Dementsprechend hat es auch lange gedauert. Und es waren, glaube ich, 27 Videos oder sowas. Nee, 27 Videos waren es insgesamt. Ein Video war quasi öffentlich und die anderen waren nur nicht gelistete Videos, die anderen 26. Und das war ein dementsprechend großer Aufwand für mich, also das Ganze zu schneiden und dann das Ganze zu organisieren. Deswegen habe ich da mir so eine Excel-Liste oder LibreOffice-Liste, wie man es auch nennen will, angefertigt, um da den Überblick zu behalten. Ja, dann ging es weiter im Jahr 2019. Muss ich kurz mal nachschauen, was kam als nächstes, dass ich da die kalendarische Reihenfolge richtig habe. Nee, das kam später. Nee, dann ging es los mit Satisfactory. Am 21.03. Ging es dann los mit Satisfactory bis heute und übermorgen und im nächsten Jahre wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber hat mir am Anfang schon richtig viel Spaß gemacht, das Spiel. Und ja, also ich kann da nichts dagegen sagen. Also das Spiel macht unheimlich viel Spaß. Und ja, da wird es weiterhin wahrscheinlich auch noch größere Updates geben, schätze ich mal. Was ich gerade noch gesehen habe, da gab es noch mal ein anderes kleines Spezial für dieses Jahr, und zwar war das TM2 Canyon Tutorial, wie man Custom Blöcke oder Custom Deko Blöcke erstellt. Das Video hat, glaube ich, so knapp 50 Minuten gedauert, und da habe ich euch gezeigt, wie man in Trackmania so einen Custom Block erstellt und mit Texturen arbeitet und die Bemaßung und ja, war dann doch ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht habe, deswegen war das Video auch so lange. Aber ja, mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Dann Kalender, ging es weiter. Ja, dann ging es immer weiter mit Satisfactory, Extra Bird und wie schon erwähnt, X4 Foundations bis zum 29.05. Und dann ab 5.6. kam Play Your Map wieder dran, so eine kleine Serie. Waren gleich 10 Maps, die ich gefahren bin. Ja, hat mir Spaß gemacht, aber euch anscheinend nicht so. Ja, schade. Aber ich spiele halt gerne auch mal andere Spiele und nicht immer das gleiche. Und deswegen habe ich das mal so zwischen reingeschoben. Und genau. Ja, dann gab es wieder ein kleines Spezial, und zwar das Gaming Mousepad von Many Exchange. Das habe ich da ausgepackt in einer Stop-Motion-Aufnahme. Das war der 6.7.2019 und ja, Anfang Juli. Und ja, da habe ich das ausgepackt und ja, mit dem Mousepad bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Aufnahme kam bei euch auch ganz gut an. War ein sehr kurzes Video, so 2 Minuten ungefähr. Ja, hat dann die Durchschnittszeit meiner Videos ein bisschen nach unten korrigiert. Und ja, was kam dann als nächstes? 14.8. Kurz schauen. Genau, da ging dann Player Map wieder offline. 21.08.2019 kam Map Building dran, und zwar, das hat mir wirklich Spaß gemacht, eine PF-Map in Trackmania 2 Canyon zu bauen.
Das Projekt hat sich hingezogen bis zum 27.11. Da kam die letzte Folge. Und. Nee, oder? Doch, 27.11. Genau, alles richtig gemacht, genau. Ja, das waren wirklich sehr viele Videos vom Jahr 2019. Auch das Advent-Spezial jetzt am Schluss hat mir viel Spaß gemacht und auch wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also jeden Tag ein Video zu veröffentlichen, beziehungsweise ja, bei Player Map, da ging es ja einfach Start, also die Aufnahme starten, 20 Minuten aufnehmen, Aufnahme beenden und dann Anfang und Schluss wegschneiden, Musik hinterlegen, fertig, passt. Bei Satisfactory oder Extra Bird ist es ja so, da spielt man und dann sagt man ja, okay, wir sehen uns gleich wieder nach diesem Cut. Und ja, dann nach dem Cut habe ich das und das und das gebaut. Und ja, die Zeit, wo ich das und das und das baue, das muss man natürlich auch noch mitrechnen. Und besonders bei Satisfactory, wenn ich da eine riesen Fabrik offline baue, so wie zuletzt die Kühlkörperfabrik, das dauert doch wirklich sehr lange. Und ja, am Schluss war es dann so, ich habe bei Extra Bird, beim letzten Extra Bird Video, da hieß die Folge Alle Mann an Bord, da habe ich am 23.11., 23.12. habe ich das Video aufgenommen und dann am 24.12. habe ich das Video geschnitten, nachmittags, denn ich hatte Frühschicht in der Woche. Und habe das Video dann, glaube ungefähr um 15 Uhr hochgeladen. Das Video dauert aber zum Hochladen 1,5 Stunden. Also war das Video um 16:30 Uhr hochgeladen. Ich habe dann immer gehofft, hoffentlich am 24.12. um 17 Uhr, dass das Video dann in schöner Qualität, in guter 1080p Qualität, in 50 FPS auf YouTube erscheint. Und ja, es hat dann wirklich genau gereicht. Und ich glaube, sogar 2, 3 Minuten später hatte das Video schon 5 Aufrufe, also hat dann genau gepasst. Ja, und jetzt haben wir ein paar Tage Zeit oder Freizeit genommen, ohne Videos zum Aufnehmen. Heute am 29.12. nehme ich ja dieses Video auf und schon mal für nächstes Jahr werde ich vorproduzieren ein bisschen. 1, 2 Folgen, beziehungsweise den Upload-Plan muss ich auch noch aufnehmen und schneiden und hochladen für den 1.1. Und ihr werdet es dann am 1.1. sehen, was ich für den Januar geplant habe. Denn das erste Let's Play kommt dann am 2.1. Genau, und ja, wie ich bereits vorher erwähnt habe, Battlefield wird da auf jeden Fall auch dabei sein. So weiß ich, jede Woche ein Video oder sowas, wie Extra Bird so in etwa, habe ich mir gedacht. Und ja, dann noch mal ein paar Videos von anderen Spielen oder von einem anderen Spiel. Ich weiß es noch nicht, ich muss mir noch mal ein paar Gedanken machen. Ja, dann würde ich mir sagen, war es das letzte Video von 2019. Dann war es das für diesen Monatsrückblick vom Dezember 2019. Und dann war es das von diesem Video oder Videos von. Nee, es kommt schon ganz durcheinander. Nee, dann war es einfach von 2019. Das nächste Video, das ihr sehen werdet, ist dann am 1.1. um 17 Uhr wieder, wie gewohnt. Da wird sich nichts ändern. Immer um 17 Uhr kommt bei mir ein Video auf dem Kanal. Außer es kommt irgendwie ein Spezial, dann werde ich es irgendwie noch zwischen reinschieben. Dann kommt es davor oder danach. Aber das wisst ihr natürlich schon als Zuschauer. Ist mir das Wort gerade nicht eingefallen. Wie nennt man die Leute, die das Video anschauen? Ha, Zuschauer. Ja, dann würde ich mal sagen, wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und sage Tschüss 2019. Also macht es gut, bis dann. Ciao.